Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Der Frühling naht und der Sommer natürlich auch. Beziehungsweise der Frühling ist natürlich eigentlich schon da, aber eigentlich haben wir auch noch April. Ihr wisst schon, was ich meine. Also, was macht man, wenn das Wetter schön ist? Natürlich auch, wenn das Wetter nicht so schön ist, aber auch speziell, wenn das Wetter schön ist. Ihr fotografiert. Ihr habt sicherlich alle ein Smartphone, ihr habt ein iPhone. Und was macht ihr mit dem iPhone? Gerne natürlich fotografieren, ganz klar. iOS hat ja immer noch das Problem, in meinen Augen ist es tatsächlich ein Problem, dass man Standard-Apps nicht wechseln kann. Das betrifft natürlich den Browser, den E-Mail-Client, aber auch die Kamera-App. Wenn ihr also den per Schnellstart die Kamera-App öffnet, öffnet sich immer Apples eigene Kamera-App. Damit kann man leben, das ist okay, um mal schnell ein Foto zu machen, um bessere Fotos zu machen, wo ihr auch zum Beispiel den ISO-Wert verstellen wollt oder den Weißabgleich oder was auch immer. Weißabgleich kann man auch in der Apple-eigenen App verstellen, ich weiß. Bieten sich Third-Party-Kamera-Apps an. Ihr müsst halt das iPhone entloggen und die Kamera separat starten. Das ist halt die iOS-Begrenzung. Aber gut, damit kann man leben. Eine dieser Apps, die habe ich schon mal besprochen, als sie noch Pro Camera 7 hieß. Inzwischen heißt die Pro Camera Plus HDR. Und ja, man muss einfach nochmal darüber reden. Sie kostet, sie ist keine Universal App. Apple Watch App ist möglich. Kostet 4,99 €. Versionsnummer 9.3 liegt inzwischen vor. 56,2 MB groß. Neben Deutsch und Englisch werden auch Sprachen wie Französisch, Türkisch, Spanisch und noch einige mehr unterstützt. Erfordert mindestens iOS 8.3 oder neuer. Alle Versionen zusammengerechnet, alle Bewertungen, 820 Gesamtbewertungen, 4,5 Sterne. Durchschnittsbewertung in Sternen. Es gibt In-App-Käufe. Da gab es damals ein bisschen Drama zu, dass man da, obwohl die App 4,99 € kostet, nochmal Geld ausgeben muss. Also erstens muss man nicht nochmal Geld ausgeben, es bleibt einem freigestellt. Und zweitens, ja, ich finde, die In-App-Käufe lohnen sich wirklich. Das ist einmal die HDR-Funktion, die deutlich, deutlich bessere und viel, viel schöner anzusehende Fotos, HDR-Fotos macht als zum Beispiel die Apple-eigene Standard-Kamera-App. Diese Vivid HDR oder Vivid HDR In-App-Kauf kostet 1,99 € und Lowlight und Lowlight Plus Modus hauptsächlich, Lux Plus, wie Lowlight Plus, so. Kostet nochmal 2,99 €. Also wenn man das alles grob mal zusammenrechnet, App 5 € plus die In-App-Käufe sind nochmal 5 €, seid ihr mit bisschen unter 10 € seid ihr dabei. Das ist natürlich in Zeiten der Apps, des App Stores und der Apps tatsächlich ein relativ stolzer Preis, aber wie gesagt, in meinen Augen auch definitiv wert. Ich lese euch einmal kurz was aus der Beschreibung vor. Klingt sehr großartig, ist aber auch großartig, die App. Willkommen in einer neuen Dimension der Mobilfotografie. Schnell, scharf, intuitiv. Pro Camera ist die App für Fotografie, Videografie und Fotonachbearbeitung auf Profiniveau. Bereits die Vorgängerversionen haben im Bereich Foto-Apps von Anfang an neue Standards gesetzt. Zum Beispiel mit der bewährten und intuitiven Benutzeroberfläche. Mit Pro Camera kannst du HDR-Fotos in höchster Qualität aufnehmen und die Belichtung präzise mit einer einfachen Wischgeste einstellen. Jetzt auch mit Unterstützung für die Apple Watch. Vivid HDR habe ich eben schon erwähnt. Zusammen mit unserem Partner Vivid HDR freuen wir uns, das beste HDR präsentieren zu dürfen, das es bisher auf iOS gibt. Das echte High Dynamic Range Aufnahmeverfahren erlaubt scharfe Aufnahmen ohne Stativ. Das gilt sogar für Objekte in Bewegung. Entdecke die neue Farbtiefe und ihre fotografischen Möglichkeiten.
Ihr habt natürlich ja die Möglichkeit, Belichtungskorrektur mit einem Daumen, mit dem Daumen einfach mit dem Streichen einzustellen. Ihr könnt die Belichtungsdauer einstellen, den ISO-Wert und den Weißabgleich. Ihr habt selbstverständlich auch einen manuellen Fokus. Fernauslöser ist möglich über die Apple Watch. Ihr habt 78 Filter und Effekte zur Nachbearbeitung von Fotos. Ihr habt auch die Möglichkeit, ja, ich hätte fast gesagt, in RAW aufzunehmen. Das ist dann ein Bild im TIFF-Format, entsprechend größer und auch noch besser zur Nachbearbeitung. Es gibt verschiedene Aufnahmeformate, entsprechend kleiner wird dann natürlich auch die Qualität, also 4:3 Standard auf dem iPhone, das wissen wir ja. Dann gibt es 16:9, 4:3, 1:1 oder 3:1. Ihr könnt natürlich mit der App auch Videos aufnehmen oder was heißt natürlich mit Camera Plus zum Beispiel, die konzentriert sich ja ausschließlich auf Fotos. Die breite Auswahl an Bildraten reicht von klassischen 24 Frames per Second bis hin zu eindrucksvollen High Frame Rate Aufzeichnung 240 Frames per Second, also auch Zeitlupe und Zeitraffer und was weiß ich, ist alles in der App möglich. Bilder können direkt geteilt werden auf Facebook, Twitter, Instagram, IM, Dropbox, Vimeo und natürlich allen Apps, die ihr installiert habt, Standard iOS, Sharing Menü. Dings. Es gibt ein 3D-Tiltmeter, einen Selbstauslöser, ein Echtzeithistogramm, einen sechsfachen interdigitalen Zoom, Lightbox, das heißt, erstmal werden in der Lightbox die Bilder gespeichert und dann könnt ihr sie nachher exportieren in die Camera Roll. Es gibt Graukartenkalibrierung, Zeitlupen-Videowiedergabe, Taschenlampenfunktion, Vollbildmodus, bebilderte Bedienungsanleitung, Code-Scanner, Exif, Videometer, Datenansicht und so weiter und so fort. Und jetzt mit der Version 9.3 kam eben noch das, was ich unglaublich schön finde, Lowlight Plus dazu. Eine neue Ära für die mobile Fotografie bei wenig Licht. Manche mache Fotos, die mit deinem Smartphone bisher nicht möglich waren. Durch die innovative Aufnahmetechnik können die bisherigen Grenzen des Geräts überschritten werden. Das neue Lowlight Plus Modul ermöglicht sowohl Langzeitaufnahmen als auch beeindruckende Rauschreduzierung. Und ich kann nur sagen, das stimmt, das ist echt toll. Zusätzlich hat die App übrigens auch noch ein Today-Widget, also ein Widget, was ihr in die Benachrichtigungszentrale packen könnt. Da werden dann Sonnenauf- und Untergangszeiten angezeigt, der nächste Vollmond, beziehungsweise auch wann die blaue Stunde ist. Das Ganze ist unglaublich intuitiv zu handeln. Ihr habt die verschiedenen Modi, ihr habt halt die Möglichkeiten, die manuellen Einstellungen zu machen. Ihr könnt irgendwie, wenn ihr Videos aufnehmt, die Framerate einstellen, die Auflösung etc. pp. Ihr habt HDR und, was ich eben jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, Lowlight Plus. Was da rausgeholt wird, also manchmal, wenn ihr zu lange, ihr habt die Möglichkeit, Lowlight Plus zu aktivieren und dann das Smartphone, das iPhone 6 in meinem Fall, in der Hand zu behalten. Das ist der eine Modus. Da kommen Ergebnisse bei raus, die ja, wie das Foto oder wie die Landschaft abends wirklich aussieht, dem noch am naturgetreuesten, sage ich mal, aussehen, die Bilder. Ihr habt auch noch die Möglichkeit, Lux Plus dazu zu schalten. Dann muss man wirklich, das ist Langzeitbelichtung, da muss man das Smartphone wirklich auf ein Stativ stellen, weil da kleine Verwacklung und das Bild ist kaputt. Das macht es unglaublich hell. Das auf jeden Fall. Allerdings wird das dann teilweise auch schon zu hell und das sieht irgendwie auch gar nicht mehr ganz so gut aus. Ich werde mal gucken, ob ich nochmal ein Testbild finde, was ich einbinden kann. Ansonsten lade ich das in den One Up a Day Instagram-Account nochmal hoch und da könnt ihr gucken, den Link findet ihr auf ORD rechts da unter soziale Netzwerke, da ist auch der Instagram-Account verlinkt. Klare Download-Empfehlung und Kaufempfehlung meinerseits für Leute, die mit ihrem iPhone Fotos machen wollen, Pro Camera Plus HDR.
Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Mention an twitter.com/oneappatag.